Deswegen versuche ich ja nicht so viel nett zu sein. Oh, Farbkugeln. Wie sieht es eigentlich aus mit Level-Ups? So. Ja, das dauert hier noch. Hier, Kigain ist etwas näher dran. Dawn ist leider noch am weitesten weg. Oh, wie cool hier. Mhm. Safana braucht noch ein bisschen und Nera ebenso. Nera wird wahrscheinlich Fokigain haben. Vikonia wird aber als nächstes haben. Ja, sieht man da ja. Nera braucht nur noch 16.000, was immer noch viel ist. Vikonia nur 9.000 und Kigain 19.000. Fast 20.000. Ja, wie ihr wünscht. Das wird kein Schmerz gegen des lieben Geldes. Ach, Höhlenbär. Ja, Höhlenbär ist von Natur aus aggressiv. Bringt aber wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Wie kann ich helfen? Und ja, das hier sind die ganzen Formationen, die man so einnehmen könnte. Die da finde ich toll. Schutzformation eigentlich für den Magier hauptsächlich. Ich an der Spitze, ich ganz hinten. Nee. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bleiben wir bei der Standardformation. Oh, Wildhunde. Ihr wünscht. Okay, keine Wildhunde, Walks. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen gut, Walks sind gefährlich, ja. Also jedenfalls für weiche Ziele wie mich. Tod.
Quadrate hingegen sind eher lächerlich. Ich muss dringend mal meine Tanktasche dann durchforsten, was ich so an Tränken habe, die wir dann nochmal nutzen könnten. Gerade wenn wir die Mine angreifen. So, da ist eine Brücke über dem Fluss. Ach du meine Güte. Ich fühle, wenn das euer Wunsch ist. Wie ihr wünscht. Das ist etwas, was ich an dem Spiel immer noch seltsam finde, ist, wenn eine ganze Meute an Schwarzbären oder Braunbären einfach mal so random in der Gegend auftaucht. Das sind keine Rudeltiere. Okay, Spinnen sind eine andere Geschichte. So, hier ist die Hütte. Dach auf! Ich kann es einfach nicht fassen. Sie haben Elbmann umgebracht. Diese elenden Schurken. Das wird sie teuer zu stehen kommen. Dach auf! Sie mögen sich Druiden nennen, aber sie sind nicht mehr als wilde Tiere. Ah. Ihr da! Gebt euch zu erkennen! Oh, verzeiht mir meine unwirschen Worte. Ich hielte für mich einen anderen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Alditz Saschenster. Ich muss um euer Verständnis bitten, ihr lieben Gesellen. Ich befinde mich in höchster Bedrängnis. Ein Gebande ungeschlachter Wilder hat die Absicht kundgetan, meine Freunde und mich zu töten. Ich stecke nun seit Tagen in dieser Hütte fest und habe bislang keinerlei Möglichkeit zur Flucht gefunden. Vielleicht seid ihr ja Freund. Seid ihr, freundliche Abenteurer, bereit, einem in Not geratenen Mitmenschen zu helfen? Wenn was für uns rausspringt? Ihr wackeren Abenteurer, ich bin erfreut, dass ihr so viel Anstand im Leibe habt, einem Menschen in meiner Lage zu helfen. Ich will euch mein Problem schildern. Meine Freunde und ich kommen alljährlich für die Jagd hierher. Dieses Jahr allerdings hat uns eine Gruppe von wilden Waldmenschen Gewalt gegen Leib und Leben angedroht, wenn wir unsere Jagdausflüge nicht einstellen. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass wir als zivilisierte Menschen das Recht haben zu jagen, wo und wann es auch immer uns danach gelüstet. Wir beugten uns dem Wilden nicht und setzten unsere Jagd fort, bis am nächsten Tage die Wilden allen Anschein von Menschlichkeit verloren und Elban einen meiner engsten Vertrauten töteten. Ich bin sicher, dass sie nun einen Angriff auf unsere Hütte hier vorhaben. Wir müssen uns folglich bereit machen. Ja, wieder mal Druiden. Ich habe keine Probleme mit denen, die meinen Wald respektieren. Eindringlinge, Zerstörer unseres Waldes. Ich, Senyad, bin gekommen, um euch eure Strafe zuteil werden zu lassen, wie ihr verdient. Doch wer sind diese Personen, die da bei euch stehen?
Wir führen keinen Streit mit ihnen. Lasst mich euch und euch alleine das Folgende sagen. Offenkundig habt ihr euch in eurer Einfalt dazu überreden lassen, diesen nichtswürdigen Gestalten zu beschützen. Höchstwahrscheinlich haben sie nichts von dem Druiden erzählt, den sie kaltblütig ermordet haben. Ihr sollt nun Gelegenheit haben, eure Wahl noch einmal zu überdenken und diese Männer ihrem verdienten Schicksal zu überlassen. Hört nicht auf diese geifernden Willen, meine lieben Freunde. Sie lügen, wie man es von kulturlosen Barbaren nicht anders zu erwarten hat. Tut mir leid, Aldiff, aber wir sind auf der Seite der Druiden. Die haben das hervorragende Aloe Vera Balsam. Und meine Rüstung scheuert ein bisschen, ihr versteht. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal genommen. Findet ihr nicht, dass ihr ein bisschen übertreibt, Zaynard? Wir können euch alle nicht so einfach umbringen lassen. Kommt schon, warum bemühen wir uns nicht um eine friedliche Lösung? Vielleicht höre ich die Entscheidung, dann werdet ihr das Schicksal eurer Gegnerfreunde teilen müssen. Ja, ich werde mich im Handeln gehen, darum... Alles wegen des guten Geldes. Ja, ein paar mit Feuerschwertern bewaffnete Druiden. Wie kann ich helfen? So, wir haben ein... Euch zu benehmen und wie ihr wollt. Klotz. Ich danke euch für die Hilfe, die ihr uns geleistet habt. Solltet ihr einmal nach Baldur's Tor reisen, dann wendet euch an die Händlerliga. Ich will euch jede erdenkliche Unterstützung zukommen lassen, soweit es in meiner Macht steht. Doch lasst euch nun dieses Zeichen meiner Dankbarkeit überreichen. Ein Heldentrank. Yay. Der ist aber bei Safana gelandet. Können wir Dorn nicht was Besseres geben? Roter Trank, das ist der... Ja. Scheißtrank. Und der Violette ist auch ein Scheißtrank. Flasche mit geheimnisvoller Flüssigkeit hätten wir noch. Ein Infravisionstrank, Heilungselixier... Na, nicht den roten Trank. Einen Heldentrank haben wir noch. Explosionsabsorption, Wendigkeit, Magie, Trank der Lebenskraft. Das ist Schnelligkeitsöl, was verdorben ist. Das müssten wir mal verkaufen. Das erhöht Intelligenz. Das erhöht Geschicklichkeit und Intelligenz. Ein Unsichtbarkeitstrank, der kann zu Safana. Trank der Macht. Das ist eigentlich eher auch was für Safana, wenn wir es mal brauchen. Ja. Der kommt zu Safana. Das ist ein Trank der Steinriesenstärke. Der kann zu Dorn. Warte mal, habe ich noch Absorptionstränke hier drin gehabt? Ja. Was machen die nochmal? Wuchtwaffen und Elektrizitäts... Den hätte ich bei dem blöden Djinn gebrauchen können, fällt mir gerade so auf. Ja. Worum geht es diesmal? Ja, und das mit Aldef Sashenstar. Wir haben gerade für meine Hilfe gegen die Druiden, dass er mich in sein Haus in Baldur's Tor eingeladen hat. Mhm. Ihr braucht nur zu fragen. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ne? Ja, Mann, mit Vergnügen. Ich höre, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Also ja, das ist hier so ein Beispiel, wo wir einen Trank der Macht mal benutzen könnten.
Blub. Mal kurz einen Quick-Save machen.